Melvin ist mal wieder da. Und kriegen wir heute ein Angebot? Das ist die große Frage. Oh, erstmal eine Mahnung. Fishing Tips da. Was haben wir denn? An undiscovered fish has been spotted in an unknown location. If anyone wants to find it, they should be fishing all day. In the unknown location. Habe ich hart gearbeitet? You working hard? Alles klar. Unknown location. Wo ist denn unbekannte Lokation? Was? Unknown location. Ja, woher soll ich denn wissen, was eine unknown... Weißt du? Unknown hier hinten vielleicht. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Hier aufstellen. Wir fragen ihn nochmal, ob er einziehen möchte. Du bist ein Idiot. Ich habe den Platz für dich. Du musst nur ja sagen. Ich habe Gut, die wollte ich eigentlich John unter das Kopfkissen legen, aber... Naja, für 3126 kann ich sie dir auch unter das Kopfkissen legen. Vielleicht beißt sie dich, dann ist der Laden frei, dann macht das vielleicht jemand anderes und der zieht hier ein. Weißt du? Mhm. Nee, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Alles klar. Melvin, wie weit sind wir denn? Ja, guck mal, wir haben ja fast 3 Herzen. Er will nicht einziehen. Ich habe schon so viel bei dem gekauft. Onkel Fletch? Ja, du hattest mir gesagt, ich habe eine Chance, was Neues zu kriegen. Und zwar müsste ich die Farming-Lizenz 3000. Habe ich zufällig da. Gib mal her. Eine ironische Wasserkanne, alles klar. Eine ironische Ho. Ach, guck. Ach, guck. Ach, guck, da schaltet sich plötzlich was frei. Craft Sprinkler und Wattertanks. Ach, guck. Ein Sprinkler. Und ein Wattertank. Ein Wattakanga. 4000 brauchen wir. 4000. Ach, die. Mädchen, wann machst du den Laden auf? Du, wir sind ja immer noch nicht so gut befreundet. Muss ich irgendwas heute für dich tun? Brauchst du irgendwas? Something to eat. Alles klar. Something to eat. Ja. Mhm. Na komm. Hier, John, ich hab was gefunden. Guck mal. Mach mal schön viel Geld. Ein Amber-Junk. Richtig. 62.000 nur. Du bist geizig. Kannst du mir sagen, was du willst? So. Dann wollen wir doch mal ein bisschen cheaten im Hintergrund. Ich guck mal eben, was die am meisten mag. Weißt du? Apple. Oh. Das ist einfach. Hier nimm mal das und nimm mal das. Ja, ja, komm. Ja, genug Geld gemacht. Wie Bu. Ja, die hat mir das bestimmt schon gesagt, aber da ich im Let's Play bin, kann ich mir das ja nicht merken, weißt du? Ja. Wenn ich alleine gespielt hätte, nur für mich, ne, mich voll auf das Spiel hätte konzentrieren können, dann wüsste ich das. Aber so habe ich nur mal eben nachgeguckt, was sie mag, weißt du? So, dann gehen wir jetzt hier hin. Nehmen uns ein Äpfelchen. Wo wir bei Franklin sind, gucken wir mal eben, ob der irgendein Rezept hat. Ja, den Brunnen kennen wir doch auch schon. Ah ja, ist in Ordnung, komm, ich gehe. Erwin, arbeiten. Hi, du hast doch Hunger, ne?
Ich will ihr ja nur was Gutes, weißt du, wenn die so auf Apple steht, warum soll ich ihr denn nicht einen Apple schenken? Ja? Denke ich mir. Stell dir mal vor, ich hätte ihr Fleisch angeboten und sie sagt, oh nee. Ja, guck mal. So ein Glück, wa? Gibt aber auch nur 1000. So, machen wir als erstes. Tiere, ne? Übertreiben wir nicht. So, Tiere. Das war unser Thema heute. Es ist nach 8, das heißt, gegessen haben sie alle schon. So, die haben wir. Next one. Schnabeltiere. Lass mal sich erstmal ein bisschen bewegen. Sammeln ein bisschen die Kacke auf. Wohl das Tor wieder zu. Du weißt, wie freiheitsliebend Angelika ist. So, dann haben wir die auch. Ich zieh mal die Blumen hier weg. Das ist, weil ihr so krümmelt. Komisches Gefühl, sich selber zu streicheln. So. Tiere haben wir. Das weg, das weg, das weg, das weg. Blume weg ist richtig, ne? Pa, 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 pa. Jetzt geht das Verteilen wieder los. Was haben wir denn? Eier kommen hier rein. Dann habe ich hier noch zufällig so ein Draht. Lass mich raten, ich muss schon wieder ein Tool zerbrechen. Muss ich denn schon wieder Steine kloppen? Aber ich will nichts von den teuren Sachen kaputt machen, weißt du? Das ist halt mein Problem. Da habe ich eigentlich nicht vor. Die sind alle repariert hier. Ja, bleibt ja nur die Billigspitzhacke über, ne? Was sehen denn meine entzündeten Augen?
gut. Aber dass der Hai an Land auch noch schnappen kann, das ist aber unfair, finde ich. Will ich jetzt nochmal so rückwirkend einen Tag später sagen. Ist nicht in Ordnung. Schön leer machen. Ja gut, da müssen wir jetzt mal gucken. Sprinkler. Feldversuch Sprinkler. Require Water Tank. Alles klar. Wataganga Tank. Hier ist der Wataganga Tank. Hardwood Planken. Das heißt, egal was wir jetzt machen, wir gehen jetzt gleich los und holen uns erstmal Hardwood. Damit das hier endlich mal ein Ende hat, weißt du? Also wirklich mit die unliebsamste Aufgabe im ganzen Spiel aus meiner Sicht, neben Angeln. Wobei der das Angeln ja wirklich gut gelöst hat, aber... immer dieses Ausrichten und immer treffen müssen. So. Dann haben wir das auch. Und er hat irgendwas gesagt, im unteren Gebiet gibt es einen neuen Fisch, ne? Hm. Ja, den bräuchten wir ja auch noch. Aber wir haben ja auch noch Zeit, ne? Wir müssen ja für die Dorfbewohner, haben wir, glaube ich, alles gemacht. Wir müssen eine Sache zerbrechen. Das ist okay, weil wir brauchen ja Punkte. Hier ist nichts mit Fragezeichen, ne? Unknown. Irgendwas mit Fragezeichen hier? Nicht wirklich. So. Ja, dann geht's mal weiter. Da ist noch ein Hai. Was meint er mit unknown? Also mit unbekanntem Gebiet. Ich meine, hier draußen ist ja für mich nicht unbekannt, ne? Ich war ja hier schon mal. Das kennen wir alles schon hier.
Was meint er mit unbekanntem Gebiet? Komm, hi. Und trau dich. Hm? An Land ist auch schön. Komm jetzt. Wenn du immer wieder so weit rausschwimmst, kriege ich dich doch nie an Land. Hallo. Sei doch nicht so stur, Hai. Ne? Haie sind so blöd, ne? Ja, was willst du machen? Der ist ein bisschen weit weg. Kann man hier noch? Dich kenne ich schon. Hier sieht es auch nicht so aus. Da hinten könnte was gegraben werden. Ne, war nur ein Fleck auf dem Bildschirm. Alles klar. Da ist noch so eine Muschel. Die würde ich natürlich gerne mir holen. Krabbe. So. Ja, neuer Fisch. Irgendwo soll noch ein Fisch sein, aber ich weiß halt nicht wo. Hallo, hi. Also hier auf jeden Fall nicht. Tja, wo könnte der denn noch sein? Auch nicht. Ich wollte ja noch Hardwood holen, ne? Hier ist nichts mit Fragezeichen. Tja. Hier ist ganz viel im Wasser, das ist auch schön. Tja, ich weiß leider nicht, wo ich diesen Fisch finden könnte. Diesen berühmten. Auch hier nichts mit Fragezeichen, ne? Wie weit können wir eigentlich rausfahren? Weil ich meine, hier ist ja noch ein bisschen was. Ab wann zeigt er die Preise an?
Ja, das weiß ich nicht, weil bei mir standen, als ich die Bücher kaufen konnte, standen da schon Preise bei. Aber hier ist ja gar nichts mehr, oder? Ne, hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du die Sachen wahrscheinlich einmal verkauft haben musst. Melli Propelli. Hallöchen und herzlich willkommen. Vielen Dank für den Raid, Melli Propelli. Ich grüße dich und deine Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallöchen, wir sind gerade dabei und ich habe heute die Meldung bekommen, dass es noch einen unbekannten Fisch hier gibt. Und den suche ich gerade in irgendwas mit Annauen, aber irgendwie finde ich nichts. So, Zombie-Schlumpf, hallöchen, ich grüße dich. Bücher, okay. Ja, wenn du, ich behaupte mal, wenn du 30 Critters abgegeben hast, weil da habe ich es dann bekommen, kannst du im Museum Bücher kaufen. Und zwar für Fisch und für die Dinger da, die Dings, weißt du? War der nicht südlich? Er stand nur Unknown Gewässer, deswegen weiß ich nicht genau. Und da kannst du dann gucken, weißt du, hier, was hast du da für Fische und wenn du sie verkauft hast, weißt du auch, was die bringen. Und dann weißt du, wonach du deine Angel auswerfen musst. Hier ist zum Beispiel nichts. Der Barracuda ist meines Erachtens der teuerste Fisch mit ungefähr 18.000. So, eigentlich wollte ich ja heute Hartmut sammeln, aber naja, wird wieder nichts. So, was habt ihr denn Schönes gespielt? Ich kann nochmal auf den Shoutout, nee, Shoutout funktioniert gar nicht mehr, super. Müsste ich mich auch mal wieder darum kümmern, ne, dass diese Technik mal wieder funktioniert. Ach, um was man sich hier alles kümmern muss. So, ihr habt auch keinen Nachwuchs mehr, ne? Habe ich euch ausgerottet? Das tut mir leid. War Absicht. So. Was haben wir denn hier? Also siehst du, ne? Der Barracuda 16, nicht 18. 16.000. Stingray ist auch ganz nett. Planet Zoo Mini Zoo Challenge den Aussichtsturm gedönsert. Ah, und läuft. Ich höre ja doch bei einigen, die etwas verzweifelt sind. Was ich jetzt nicht verstehe, weil es ja total einfach ist. Fangen wir mal in die Mangroven. Er soll auch zu allen Uhrzeiten da sein, aber ich... Da ist er, ich sehe ihn. Schwimm nicht weg, mein kleiner Wellensittich. Hi, komm. So, schön vor die Fresse, komm. Ich bin mal gespannt, was du für einer bist. Komm, ich kann Haie fangen, dann werde ich ja wohl auch noch dich ins Wasser kriegen. Was bist du? Ein Boofhead Catfish. Ist klar. Mhm. Den habe ich einmal durch Zufall gefangen, den Barracuda, und der ist ins Museum gewandert. Es wandert alles ins Museum. Ich bin aber auch heute lahmarschig, ne? Das ist unglaublich. Haie kannst du fangen? Ja. Die kann man fangen. Ich würde euch das gerne auch zeigen. Weil das hatten wir heute schon. Als ich gerade meine Angel ins Wasser gehalten habe, wurde geschrieben, Haie kann man nicht fangen. Und dann hatte ich ihn gefangen. So, guck mal hier. Der riecht ein bisschen schuppig. Ich würde gerne noch einen zweiten von dem... gut, wie hieß der? Brackwasser Günther war nicht, ne? Der da, ne? Aber du siehst gleich, den habe ich ja gerade gefangen, ne? Den Boothead Catfish. Buffett Catfish, ja. Und schon stehen die Preise da. Also, auch das konnten wir mal eben schnell kalieren. Ich nehme mir noch einen für den Verkauf. Wenn ich ihn kriege. Ah, fuck. Hier, komm, nimm. Muss ich mal eben ganz kurz konzentrieren. Ihr wisst das mit dem Angeln. Weiß jetzt nur nicht, ob das auch ein Buffett ist. Dann lese ich sofort weiter.
Und dann gucke ich mal, dass ich euch noch einen Hai finde. River Brass. Kriegst du doch Brass, kriegst du doch da. Ich will keinen River Brass. Ich will den. Nee, den will ich auch nicht. Wo ist er denn? Kann mal einer bitte das hier alles wegtun? Ich glaube, da hinten ist noch so eine Garnele. Komm, wir fahren mal hin. Ich bin aber heute irgendwie schnell, oder? Oder bin ich nur heute wieder besonders langsam? Komm hier. Ist für dich. Einmal noch konzentrieren. Ich bin gleich wieder im Chat. So. Und nur mal eben noch an Land ziehen. Ihr wisst ja, Angeln ist immer Konzentrationsarbeit. So. Den habe ich einmal durch Zufall gefangen, den Barracuda. Aber der ist ins Museum gewandert. Okay, Haie kannst du fangen. Ja, das Angeln und ich werden keine Freunde. Entweder ist man zu langsam oder die Schnur reißt. Ja, nee. Du musst nur im richtigen Moment die Taste drücken. So, also diesen großen grauen Hai. Ja, Zombie Schlumpf, ich zeig's dir jetzt. So, Melli Propelli, ich wünsche euch noch einen tollen Stream, ihr Lieben. Bin mal kurz was essen und dann selber in Ark. Liebe Grüße. So, Melli, nochmal vielen herzlichen Dank und für den Raid. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall guten Appetit. Lass es dir schmecken. Und dann sehen wir uns, ne, die Tage. Geht los. So. Ja, meine ich, ja, zu langsam. Ja, das Angeln, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Angeln hier ist eigentlich sehr schön geworden. Also, da gibt es Spiele, die sind beschissen beim Angeln. So Stardew Valley zum Beispiel, ne? So, jetzt gucke ich mal, ob irgendwo in der Nähe von Land, weil die Idee ist, du ziehst den Hai an Land. Und dann kannst du ihm eine klatschen. Jetzt gucke ich mal eben, ob in der Nähe von Land, ich wollte nämlich auch noch Hardwood machen. Darf ich nochmal eben Hardwood machen? Ich habe ja immer so einen festen Tagesablauf. Und irgendwie muss ja auch noch irgendwas zerbrechen. Oh Gott, das artet heute noch in Arbeit aus. So, aber hier, mal eben ein bisschen Hardwood machen. Junge, was ist denn schon wieder mit dir? Komm, das Buch können wir schon mal wegmachen. Komm, dann isst doch nochmal hier was Leckeres. Als ob eine Kettensäge so schwer zu halten ist. Der ist so ein bisschen eigen, ne? So ein kleiner verträumter Bengel, kaum Kraft. Ist schon ein seltsamer Typ, den ich hier spiele. Aber ist auch selten Hai da, wenn man ihn braucht, ne? Habe ich den letzten Apfel hier aufgenommen? Nee. Du sollst doch nicht mit der Kettensäge ins Wasser. Ja, ich glaube auch, die Kettensäge ist etwas overpowered. Nur ein bisschen. Nicht, dass mich das jetzt besonders stören würde, aber so ein bisschen. Ich will mich da nicht beschweren. Nicht falsch verstehen. Ich finde das gut. Aber gegenüber der Axt, die hier gar nichts ausrichten würde, oder nur extrem wenig, ist die Kettensäge natürlich für so ein kleines Baummassaker immer gut zu haben, ne? So. Wie viele Punkte kriege ich denn für das Zerstören? 25. Ach, weißt du was, Schatz. 25 Punkte. Dann versuche ich jetzt mal einen Hai zu finden. Außen schreien die Plagen schon wieder. So, Frage. Wachsen die abgeholzten Bäume nach? Ja, bestimmt. So, zwischendurch kommt da mal wieder was, ja. Die Karte, also wird nicht refreshed, aber ab und zu kommt da einfach mal wieder was zu. Aber du kannst ja auch, wenn du das möchtest, kannst du ja auch
selber aufforsten, ne? Das geht ja auch. Du könntest ja, wenn du wolltest, ich habe ja hier Tannenzapfen bekommen, ne? Und dann nimmst du einfach den Tannenzapfen, machst ein Loch, schmeißt den Tannenzapfen da rein und machst das Loch wieder zu. Und schon wird hier forstet. Das Blöde ist, der Tag ist gleich schon wieder rum, ne? Ich will euch das dann mit dem Hai ja gerne noch zeigen, aber dafür brauchst du natürlich auch ein Hai in Landnähe. Da ist er. Alles klar, dann wollen wir doch mal eben. Hai, warte, 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 Hai, warte. Hai. Hai, Hai. Hai, hier. Hai, guck mal. Ist für dich. Komm, schnappi, schnapp. So, jetzt nicht ziehen. Jetzt ziehen. Jetzt nicht ziehen. Ziehen. Hai weiß noch nicht, dass er an Land ist. Jetzt ist er ein bisschen betäubt. Er beißt übrigens, ne? Verstehst du, Strauß, wie das geht, ja? So macht man das. Und so kriegt man Haie. Weil irgendwie muss ja ein Flake kommen, ne? So, warte mal. Wir haben jetzt 11, ne? Aber gut zu wissen, dann können sie nicht mehr abhauen, weil das nervt, wenn sie fast tot sind. Das ist genau der Punkt. Genau das ist es. Ich muss jetzt hier an dieser Landzunge vorbei und dann da rein irgendwie. Das ist das Blöde, dass die erst große Fresse haben, weißt du, und dann, wenn sie ein bisschen angepiekt sind, hauen sie ab wie die feigen Memmen, weißt du. Aber so kriegst du sie an Land. Ich meine, sie hauen auch ab. Der hüppelt zurück ins Wasser, ne? Aber du kannst ihm natürlich schön eine klatschen. Ist noch einer, aber der ist ein bisschen weit weg. So, ich fahre mal eben hier zum Funkturm und porte mich mal nach Hause. Weil nicht, dass ich auf der halben Strecke einschlafe. Ihr wisst ja, was das hier für eine Mutze ist. Ah, das ist schon wieder soweit. Habe ich einen Apfel? Die Apfel war Heilung, ne? Ich will keinen Obstsalat essen. Bin da immer ein bisschen geizig, was das angeht. So! Alles klar, haben wir das doch auch geklärt. Ja, ich bin halt ein bisschen müde. Ach ja. Der Hai hat doch ziemlich an meiner Leine gezerrt. Nur noch ein Stündchen dauern, oder? Komm, wir essen trotzdem mal einen Apfel. Komm, ist noch ein Apfel. Also richtig viel schneller wirst du auch nicht, Dickerchen, ne? So, einmal ins Bett und dann gucken wir uns den nächsten Tag mal an. Schnabeltierchen, warum seid ihr noch nicht im Bett? Aber wenn der Herr und Meister kommt, dann schnell in eine Pofe, weißt du? Es fällt trotzdem auf. So, Tag erfüllt. Kann ich mir meinen Tee auffüllen? Immerhin zwei Haie getötet. Ist doch schon mal was. Und ist natürlich klar, dann erschießt mich.